Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine kurze Analyse der Illner-Sendung vom 20.02. Thema war das Attentat von Hanau. Die Gästeauswahl war erwartet einseitig, wobei sie war besonders einseitig. Ein AfD-Vertreter wurde nicht eingeladen, aber es wurde auch niemand eingeladen, der ansatzweise als AfD-Sympathisant verdächtig ist. Ich habe mich schon auf die allergrößte Hetze gefasst gemacht, die man sich nur vorstellen kann. Ich hatte erwartet, dass die Stimmung vielleicht von Beginn an pogromartig ist gegen die AfD. Aber das ZDF ging es behutsam an. Sie versuchen den Eindruck zu erwecken, dass sie extrem gemäßigt sind, dass sie noch viel gemäßigter vorgehen, dass die Moderatoren wie Illner viel gemäßigter vorgehen, als es eigentlich angebracht wäre. Das heißt, sie inszenieren sich sozusagen als Bremser. In Wahrheit aber haben sie die Weichen gestellt, allein durch die Auswahl der Gäste und durch die Themenlenkung und die Auslassung. Linksradikalismus war kein Thema, wenn es generell um Radikalismus ging. Es ging einzig allein um Rechtsradikalismus, die Ursachen und natürlich dann, das hat dann Illner und das ZDF, das haben sie den Politikern überlassen, dass natürlich die AfD eine Hauptursache ist. Dass wie so oft niemand von der AfD in der Sendung war, hat die Glaubwürdigkeit der Sendung hoffentlich etwas untergraben. Auch für Leute, die nur die Öffentlich-Rechtlichen gucken. Es ist irgendwie merkwürdig, wenn dauernd über die AfD geredet wird, sie schlecht gemacht wird, die AfD sich aber überhaupt nicht dazu äußern kann und sich verteidigen kann. Das hinterlässt einen schalen Eindruck. Und ich glaube, das ZDF steht hier vor einem Problem. Sie müssen irgendwie AfDler einladen, sonst kommt das Ganze irgendwie schal rüber. Also diese Hoffnung habe ich, dass das Misstrauen erweckt. Das ist ein Nachteil für das ZDF, weil es durchgehend durch die Sendung hinweg auffällig ist. Zudem war die Sendung sehr langweilig, was ich auch schon mal beruhigend fand am Anfang. Hier blende ich euch kurz einen Zuschauer ein, der eingeschlafen ist. Und ich muss sagen, mir ging es auch so. Also ich war dann auch dabei, habe immer mal wieder woanders hingeguckt. Es war wirklich sehr langweilig. Und ich habe dann auch darauf gehofft, dass dann möglichst viele Leute abschalten. In einer Gesellschaft, wo sich Menschen, die sich antirassistisch verhalten wollen, die vor über 70 Jahren von den Vätern und Müttern unseres Grundgesetzes formuliert, als wären jetzt wäre Rechtsterrorismus, als wir ein individuelles Schicksal haben, Menschen wie wir aus Fleisch und Blut, die Träume haben, ihre Menschlichkeit ihnen abgesprochen. Und bis heute reden wir in unserer Gesellschaft über Menschengruppen in Kategorien und so, die Muslime sind so und so, die Ostdeutschen sind so und so. Wir reden über Menschen auf eine entmenschlichende Art und Weise. Und so stehen wir irgendwann vor Menschen, voreinander. Was auffällig ist, was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, dass die anderen sehr viel Zeit bekommen, ohne unterbrochen zu werden, sich selbst gut darzustellen. Als menschlich darzustellen, der die Tat verurteilt, der aber auch gleichzeitig handlungskräftig sind, entschlossen sind, dem Bösen zu begegnen. Sie haben das eben erwähnt. Polizei ist zu überwiegendem Teil engagiert, dass das nicht stattfindet und schützt Einrichtungen und ist jetzt in diesen Stunden auch unterwegs, nicht nur vor Moscheen, denn Moscheen sind im Zweifel nicht der Ort, sondern das kulturelle Leben, wo sich Menschen aufhalten, da finden die Anschläge statt. Das findet statt, aber wenn es Fälle gibt, die man dann entdeckt und erkennt, dann muss man das auch offen zugeben und da eine Fehlerkultur entwickeln. Und Herbert Reul legt bei uns gerade auf dieses Thema Fehlerkultur in der Polizei sehr großen Wert, denn das schafft Vertrauen. Denn das Entscheidende ist ja, wir haben heute einige erzählt, Zuwanderer, sie fühlen sich wieder erinnert an Solingen. Sie fühlen sich erinnert an den Beginn der 90er Jahre. Das kann man nicht rational jetzt wegargumentieren. Wenn die Angst da ist, das könnte uns wieder passieren, muss die Polizei in jeder Phase ausstrahlen, wir sind dazu da, euch zu schützen. Und da darf es auch keinen Zweifel und keine Unklarheit geben.
Und das ist das, was der Staat tun kann. Ich will ein paar Punkte sagen, wo ich glaube, wo es immer noch Defizite gibt. Eigentlich bräuchten wir dringend eine Art Taskforce Rechtsextremismus beim Bundesinnenministerium. Wo melden sich bitte schön Menschen, die auf einer Feindesliste stehen oder die Angst haben, auf einer Feindesliste stehen? Das sind tausende Menschen. Die müssen Ansprechpartner haben, die müssen kompetente Ansprechpartner haben. Zweitens, tatsächlich, was wissenschaftliche Ermittlungen angeht oder Kenntnisse, Kompetenzen, dass man überhaupt weiß, wie Netzwerke aussehen. Also die bekommen hier sozusagen gratis Wahlkampfzeit geschenkt, die sie auch schön nutzen. Also der erste Teil der Sendung bestand darin, sie betreiben positives Selbstframing und stellen sich als menschlich dar. Das war auch bei Claudia Roth sehr auffällig. Was mir aufgefallen ist, dass diese Menschlichkeit und diese Nettigkeit, auch Laschet redet ja immer so extrem nett daher, dass es im starken Kontrast dazu steht, wenn sie gerade nicht sprechen und die Kamera auf sie gerichtet ist. Das ist mir schon auch bei Melanie Ammann aufgefallen, aber auch bei vielen Leuten, aber bei Laschet und Roth war es besonders auffällig in der Sendung, dass ihre Gesichter wie Fratzen aussehen. Und es ist auch egal, wo ich den Screenshot nehme, eigentlich fast immer, wenn sie nicht reden, ihr Gesichtsausdruck wirkt extrem aggressiv. Sowohl bei Claudia Roth als auch bei Laschet. Aber in dem Moment, wo sie reden, ist es wie wenn man ein Licht anknipst und dann sehen sie plötzlich ganz freundlich aus. Und gerade ja auch Claudia Roth dann macht dann einen auf supermenschlich. Diese Leute sind skrupellose Schauspieler. Mir ist es nachher auch bei Lanz aufgefallen, aber was Laschet und Roth hier wieder hingelegt haben, es schlägt dem Fass den Boden aus. Wer es nicht aushält oder die Sendung schon kennt, kann die nächsten 3,5 Minuten überspringen. Glauben Sie, dass Rechtsterrorismus die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft ist? Derzeit ja. Wir haben letzte Woche über die Hufeisentheorie geredet. Ist der rechte Terror die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft? Das ist heute so. Es gab unterschiedliche Zeiten in der Geschichte der Bundesrepublik. In den 70er Jahren war es wahrscheinlich die RAF. Jetzt ist es Rechtsterrorismus. Der Feind steht rechts, hat mal ein Reichskanzler gesagt. Und das ist so. Das heißt nicht, dass man an anderen Ecken auch diskutieren kann. Aber die größte Bedrohung ist derzeit der Rechtsterrorismus für die Gesellschaft, für das Land. Und wenn es nicht Terrorismus ist, ist es die Bedrohung, dass sie sogar in die Institutionen, in die Parlamente hineinkommen mit Parteien, die das nicht so radikal vertreten, aber die genau diese Saat säen, die diese Worte brauchen. Ich teile nicht ganz die Beschreibung, die Sie jetzt eben gemacht haben über Sprache. Denn diese Sprache gab es immer schon. Sie ist nicht in Ordnung, das teile ich. Aber sie ist nicht die Quelle. Die Quelle ist, dass im demokratischen Diskurs, am Rednerpult des Bundestages, Hass gesät wird, Bilder entstehen. Zum Beispiel dieses Bild, Angela Merkel folgt das deutsche Volk um. Wenn das jemand glaubt, wenn man das jemandem einredet und der noch psychisch labil ist, dann glaubt er, dann muss er was gegen machen. Und das wird aber so harmlos dahergesagt. Der böse Gedanke ist das Erste, dann spricht es einer aus und irgendein anderer, nicht der, der das sagt, setzt das dann um. Und deshalb glaube ich, dass das schon die größte Bedrohung ist, ja. Ich glaube aber, Herr Laschet, ich krieg's ja wirklich mit, jede Woche. Es fängt tatsächlich mit der Sprache an. Und es fängt an mit dem Sagbaren und dann kommt das Machbare. Und dem Angriff auf die Menschlichkeit folgt der Angriff auf den Menschen. Ja. Und das erleben wir. Wenn ich die ganzen Toten, die Namen, die Sie jetzt dankenswerterweise genannt haben. Und da, glaube ich, braucht es eine viel größere Reaktion. Es kann doch nicht sein, dass im Deutschen Bundestag zum Beispiel, Zitat, jemand anfängt, als wenn es um Staatsbürgerschaftsrecht geht, vom Zitat entarteten Pass zu reden. Es kann doch nicht sein, dass eine Staatsministerin, die ehemalige Staatsministerin Frau Özus, im Bundestag gesagt wird, die soll
entsorgt werden, dahin, wo sie hingehört. Also es kann nicht sein, dass in unseren Parlamenten, in unserem Land, es wieder eine Partei gibt oder Bewegungen gibt oder Politiker gibt, die entscheiden wollen, wer dazugehört und wer nicht zu ihrem homogenen deutschen Volk. Und deswegen braucht es eine viel klarere Kante und einen viel klareren Konsens bei allen Differenzen, die eine lebendige Demokratie ausmacht. Ich will mich mit Ihnen betteln über ganz viele Punkte. Also betteln, friedlich, auseinandersetzen, streiten. Aber es muss diesen Konsens geben. Es kann keine Kooperation, Zusammenarbeit, Normalisierung geben. Sie wollen uns gewöhnen. Sie wollen uns gewöhnen. Und ich will nicht, dass wir als Demokraten und Demokratinnen an genau diese Tendenz uns gewöhnt. Das hebt auf die AfD ab. Meine Frage an Herrn Klenk wäre, ist es gut, sich nur auf die AfD zu konzentrieren oder ist der Rassismus ein viel größeres Problem in diesem Land? Der Rassismus ist ein viel größeres Problem und der steht nicht nur in Malbüchern der AfD, er steht in Schulbüchern. Das wissen wir aus Studien. Das ist im Grunde evident, was gesagt wurde. Natürlich sind rassistische Zuschreibungen, Darstellungen, Stereotype, die gar nicht bös gemeint sein müssen, sondern die als normal wahrgenommen werden, sind tatsächlich Teil, wenn man so will, unserer Normalität, unserer Prägungen. Da müssen wir ran. Die AfD ist der radikalste, der extremste, vor allem der politische Arm, der sagt, so muss es auch bleiben, was schon immer angeblich so gewesen sei und was auch eine natürliche Ordnung hat. Sie will das politisch umsetzen und dann gibt es eine terroristische Flanke, die noch extremere. Abgerundet hat das ZDF die Sendung mit einem sogenannten Extremismusforscher, der die Hetze gegen die AfD sachlich fundiert bestätigt und so das Framing sehr stark untermauert. Ich habe auch leider das Gefühl, dass das durchaus Wirkung hinterlässt, dass so einer unabhängig erscheinenden Expertenmeinung die Leute Glauben schenken, dass die Leute denken, ja, wenn so ein Experte das auch so sachlich vorträgt, dann ist da einfach kein Zweifel. Das ist dann einfach der Konsens, der Standard, den man nicht mehr hinterfragen muss. Und dann müssen wir uns auch mit AfD-Politikern gar nicht mehr auseinandersetzen. Die Leute vom Öffentlich-Rechtlichen und von den, ich sag mal, anderen Parteien wollen ja verhindern, dass die Leute neugierig werden und YouTube gucken. Dass die Leute gar keine Notwendigkeit mehr sehen, sich mit der AfD auseinanderzusetzen, sich die Frage zu stellen, stimmt das, was die im ZDF behaupten? Sollten wir uns vielleicht nicht doch mal das Original angucken? Das wollen sie unbedingt verhindern und das verhindern sie wahrscheinlich auch effektiv mit solchen Experten, die sachlich rüberkommen, unparteiisch rüberkommen, obwohl sie es nicht sind. Das Framing ist immer dann besonders stark, wenn es unabhängig wirkt, wenn jetzt nicht jemand kommt, der sagt, ich will dir jetzt hier das und das erzählen, sondern jemand völlig selbstverständlich irgendetwas in den Raum stellt. Und so macht es dieser sogenannte Experte. Laschet bezieht sich auf den Bundestag. Und wenn man die Bundestagsreden hört, es ist ja genau das Gegenteil wahr, was er sagt. Oder auch in Nordrhein-Westfalen. Gerade mit Helmut Seifen ist ein, kann man wirklich sagen, ist ein Feingeist. Und wie er hier die AfD hinstellt, das ist die blanke Täuschung. Das ist, er weiß genau, dass das genau das Gegenteil wahr ist von dem, was er hier sagt. Und eiskalt bringt er das. Und da muss, finde ich, schon eine sehr hohe kriminelle Energie vorhanden sein, dass man sowas macht. Aber diese Leute wollen das und ihre Energie geht dahin. Also ich glaube, ich könnte das nicht, auch wenn man mich bezahlen würde, ich könnte das nicht. Das ist in diesen Leuten drin. Auch bei Claudia Roth. Janine Wissler von den Linken. Aber es ist ja einem sowieso klar, wenn jemand von den Linken kommt, ist sowieso völlig jenseits. Aber sie probiert den Diskurs, diese AfD-Hetze, auch aktiv noch die CDU und die anderen unter Druck zu setzen, indem sie den Argumentationsspielraum versucht einzuengen, indem sie schon Seehofer als Nazi hinstellt, als er sich noch ansatzweise kritisch geäußert hat. Bei Illner glaube ich, dass sie sich damit abgefunden hat, ihren Job zu machen. Ich glaube, beim ZDF wissen sie es genau, dass sie es nicht gut findet, sie selbst weiß es. Aber sie erledigt ihren Job und das ZDF
die Öffentlich-Rechtlichen denken, das ist okay so. Und es ist ja auch ein bisschen dadurch, dass sie in keinem hetzerischen Tonfall wie Anne Will gegen die AfD vorgeht. Man merkt an einzelnen Stellen, dass sie zum Beispiel bei Laschet gesagt hat, mit der AfD hat sie dann festgestellt, das ist jetzt ihre Meinung. Das heißt, sie hat ähnlich wie Fleischhauer, hat sie sie hat entzerrt. Das Öffentlich-Rechtliche, die Verantwortlichen möchten ja ein Bild erstellen, in dem die AfD Dämonen sind. Und diesen Frame durchbricht Illner leicht, indem sie sagt, das ist jetzt ihre Auffassung, dass die AfD Dämonen sind. Und das sind so kleine Punkte, wo man erkennt, dass Illner das nicht so ganz freiwillig macht. Aber wenn das ZDF sie absetzt, dann ist es auffällig. Und dann fragen sich die Leute, warum wird jetzt Illner abgesetzt? Und ich glaube, aus dem Grund lassen sie es. Und wahrscheinlich wissen alle beim ZDF, Illner ist, wie sie ist, aber sie ist eine Institution. Und sie macht es ja ungefähr auch so, wie das ZDF es will, setzt es um. Und das ZDF spekuliert darauf, dass es dem ZDF nützt. Dass es dem, ja, ihrer Agenda nützt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was euch noch aufgefallen ist. Macht's gut.